Hallo Leute, Apple hat nun offiziell sein Oktober-Event abgehalten und wie erwartet neue MacBook Pros und die AirPods der dritten Generation vorgestellt. In diesem Video fasse ich für euch das Event von Apple kurz und kompakt zusammen. Fangen wir aber zuerst mit zwei anderen Dingen an. Apple hat für Apple Music ein neues Abo vorgestellt, nämlich das Voice Abo, welches statt den standardmäßigen 10 Euro pro Monat 5 Euro pro Monat kostet. Dabei kann ich dann auf Apple Music auf meinen Geräten nur über Siri zugreifen. Habe dabei grundsätzlich vollen Zugriff, aber eben nur über Sprachsteuerung. Dafür kostet das Ganze dann aber statt 10 eben 5 Euro. Und den HomePod Mini gibt es ab November jetzt in den neuen Farben Blau, Orange und Gelb. Mit den neuen AirPods haben wir jetzt hier eine neue Generation der normalen AirPods, also die dritte Generation. Wir können sehen, dass das Design den AirPods Pro schon sehr ähnlich ist, nur ohne den Silikon aufsetzen. Noise Cancelling und Transparenzmodus gibt es ja auch nicht. Dafür unterstützen sie jetzt aber so wie die AirPods Pro und die AirPods Max 3D-Audio. Im Vergleich zum Vorgängermodell in der Mitte und zu den AirPods Pro rechts können wir auch sehen, dass die neuen AirPods jetzt, so wie die AirPods Pro den adaptiven Equalizer besitzen, auch mit diesem Tieftöner und Verstärker ausgestattet sind und somit dann auch insgesamt eine bessere Soundqualität bieten sollen als die AirPods der zweiten Generation. Die neuen AirPods sind auch nach IPX4 offiziell vor Schweiß und Wasser geschützt und man hat jetzt hier standardmäßig dieses neue MagSafe Ladecase, welches aber natürlich auch ganz normal induktiv geladen werden kann. Apple gibt auch an, dass die Akkulaufzeit verbessert wurde. Statt 5 haben wir jetzt nämlich 6 Stunden, beziehungsweise mit dem Ladecase zusammen kommt man insgesamt auf bis zu 30 Stunden. Gesteuert werden die Airpods über diesen Drucksensor, so wie wir ihn ja bereits von den AirPods Pro kennen. Statt diesen zwei Varianten, die wir zuvor hatten, also 179 Euro ohne und 229 mit induktivem Ladecase, haben wir jetzt hier nur eine Version für 199 Euro mit diesem MagSafe Ladecase. Vorbestellen kann man die AirPods bereits ab jetzt und verfügbar sind sie dann ab 27. Oktober. Kommen wir jetzt aber mal zum Highlight des Events. Apple hat zwei neue MacBook Pros vorgestellt. Das neue 16 und ein neues 14-Zoll-MacBook Pro. Genau genommen haben wir hier 16,2 bzw. 14,2 Zoll. Auf den ersten Blick fällt schon mal auf, die sehen ein bisschen anders aus als ihre Vorgängermodelle. Also das Design hat sich hier auch verändert. Und irgendwie sehen sie jetzt auch insgesamt dicker aus, aber das sind sie eigentlich nicht, denn wenn wir hier die Maße vom neuen und vom alten 16-Zoll-Modell vergleichen, sehen wir, die Dicke ist von 1,62 auf 1,68 angestiegen, was wirklich nur ein minimaler Anstieg ist, aber das neue 16-Zoll-Modell hat auch um 100 Gramm zugelegt. Das 14-Zoll-Modell gegenüber dem 13-Zoll-MacBook Pro M1 sogar um 200 Gramm, bei der Dicke sind sie nahezu gleich. Wer sich also erwartet hat, dass die neuen Geräte jetzt dünner und leichter werden, wird hier wahrscheinlich enttäuscht sein. Aber bei einem Pro Laptop finde ich, geht das in Ordnung, das nehme ich gerne in Kauf, denn da stehen für mich andere Dinge im Vordergrund, nämlich Akkulaufzeit und Performance. Und für die Performance sind jetzt hier der neue M1 Pro und der neue M1 Max zuständig, die also eine stärkere und nochmal stärkere Version des M1 Chips darstellen. Auf die Chips gehe ich dann gleich genauer ein, aber es gilt wie beim M1 Chip damals, wir haben eine gewaltige Leistungssteigerung, gleichzeitig verbrauchen sie deutlich weniger Energie, somit hat sich die Akkulaufzeit auch deutlich verbessert. Interessant ist aber dennoch, dass sie beim drahtlosen Surfen zum Beispiel unter den MacBooks mit M1 Chip liegen, aber trotzdem natürlich gegenüber ihren jeweiligen Intel-Vorgängermodellen eine deutliche Steigerung bieten. Diverse Anschlüsse sind hier zurückgekehrt, das haben sich ja viele gewünscht. Wir haben auf der einen Seite einen SD-Kartenreader, dann Thunderbolt 4 USB-C und einen HDMI-Anschluss. Auf der anderen Seite haben wir zweimal USB-C, einen verbesserten Kopfhöreranschluss und MagSafe ist auch hier zurückgekehrt mit MagSafe 3. Eine deutliche Verbesserung gibt es auch beim Display. Wir haben jetzt hier ein 120 Hz ProMotion Display mit Mini LED. Mini LED kennen wir bereits vom aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro. Ich freue mich wirklich sehr, dass es das jetzt auch im MacBook gibt und das 120 Hz ProMotion Display kennen wir auch schon länger vom iPad Pro bzw. aktuell ja auch vom iPhone 13 Pro. Die Maximalhelligkeit wurde hier sehr deutlich erhöht auf 1000 Nits durchgehende Helligkeit im Vollbildmodus. So gibt es Apple an und einer Spitzenhelligkeit von 1600 Nits. Irgendwelche Einschränkungen in Verbindung mit HDR scheint es dabei nicht zu geben. Zumindest gibt Apple in den technischen Daten auch nichts dazu an. Wie man hier sehen kann, sind die Displayränder nicht nur insgesamt gleichmäßig und jetzt auch an den Ecken abgerundet, sondern insgesamt auch deutlich dünner. Aber abgesehen davon haben wir jetzt hier auch tatsächlich eine Notch. Und da muss ich auch ehrlich sagen, meine erste Reaktion, als ich das gesehen habe, fiel nicht so positiv aus. Nachdem ich dann aber gesehen habe, wie Apple das dann in der Praxis umsetzen möchte, ging es mir damit dann schon insgesamt besser. Zum einen sieht man, dass die Menüleiste von der Dicke her an die Notch angepasst wurde. Das heißt, ist man nicht im Vollbildmodus, dann sollte die Notch auch jetzt nicht direkt im Weg sein. Ist man aber im Vollbildmodus und schaut sich etwas an oder arbeitet mit irgendeiner App? dann wird da oben sozusagen ein virtueller schwarzer Balken eingeblendet. Das Display wird also so schwarz, dass es mit der Notch gemeinsam einen schwarzen Balken oben bildet. Und durch das schön tiefe Schwarz, was man durch Mini-LED erhält, leuchtet das dann auch nicht unangenehm. Und in gewisser Weise sieht es dann so wie früher aus. Die Idee gefällt mir zumindest schon mal gut, ich bin gespannt, wie das dann wirklich in der Praxis ist. Die Frontkamera wurde hier aber auch verbessert. Wir haben jetzt hier nicht nur einfach eine 1080p Kamera, somit eine höhere Auflösung, sondern durch eine lichtstärkere 2.0 Blende haben wir jetzt hier auch eine deutlich bessere Low Light Performance. Und allgemein soll die Bildqualität laut Apple auch verbessert worden sein. Die verbauten Mikrofone wurden hier auch verbessert und sollen jetzt laut Apple 60% weniger Grundrauschen besitzen. Und auch das hier verbaute 6 Lautsprecher Audiosystem wurde laut Apple noch weiter verbessert und soll zum Beispiel 80% mehr Bass besitzen. Aber nicht nur das, die Lautsprecher unterstützen jetzt auch 3D-Audio. Bei der Tastatur ist wie erwartet die Touchbar weggefallen und wir haben jetzt hier wieder die klassischen Funktionstasten, Touch-ID gibt es aber rechts oben nach wie vor. Also ihr seht, obwohl wir hier eine Notch oben haben, hat Apple kein Face-ID verbaut, sondern setzt hier weiterhin auf Touch-ID. Interessant ist auch, dass die Fläche, auf der sich die Tastatur befindet, jetzt schwarz ist und sich somit vom restlichen MacBook optisch abhebt. Kommen wir jetzt aber zu den neuen Chips. Was ist da mal der Unterschied zwischen diesem M1 Pro und dem M1 Max? Beide besitzen eine 10-Kern-CPU mit 8 Performance und 2 Effizienzkernen. Der M1 Pro besitzt eine 16-Kern-GPU, der M1 Max besitzt dann eine 32-Kern-GPU. Dann haben wir auf der einen Seite maximal 32 und auf der anderen Seite maximal 64 GB RAM. Und zu guter Letzt auch noch auf der einen Seite bis zu 200 und auf der anderen Seite bis zu 400 GB pro Sekunde Speicherbandbreite. Wir haben hier zwei Lüfter verbaut, Apple gibt aber auch an, dass das Kühlsystem im Allgemeinen verbessert wurde. Und auf der anderen Seite können wir auch sehen, dass der SSD-Speicher jetzt schneller arbeitet. Bei den Chips hat Apple uns dann noch ein paar Vergleiche gezeigt, hat gezeigt, wo der M1-Chip steht, wo jetzt M1 Pro und M1 Max stehen, wie das dann auch im Vergleich zu starken Laptops anderer Hersteller aussieht und wie da eben auch gleichzeitig der Energieverbrauch deutlich geringer ist. Jedenfalls, und ich glaube, das können sich viele schon denken, gibt es da sowohl bei der CPU als auch bei der GPU-Leistung eine sehr deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgänger Top Intel-Modell. Wie das dann aber in der Praxis wirklich aussieht, werden wir natürlich noch sehen, wenn die Geräte dann da sind. Ich bin aber auf jeden Fall schon wirklich sehr gespannt darauf. Eine Verbesserung gegenüber dem M1-Chip ist jetzt übrigens auch, dass wir jetzt hier Unterstützung für bis zu vier externe Displays haben. Wie sieht das jetzt aber bei der Konfiguration aus? Das 14-Zoll-Modell startet mit einer 8-Kern-CPU und 14-Kern-GPU, 16-GB-RAM und einer 512-GB-SSD bei 2249 Euro. Und das kann ich dann noch weiter konfigurieren. Ich kann eine 10-Kern-CPU nehmen, beziehungsweise dann noch extra eine 16-Kern-GPU. Oder die nächste Stufe wäre dann der M1 Max, wo es dann wiederum zwei Varianten mit jeweils unterschiedlichen Kernen gibt. Und darunter kann ich dann eben noch den Arbeitsspeicher und die SSD konfigurieren. Beim 16-Zoll-Modell gibt es keine Varianten mit Kernen. Da habe ich die stärkste Version vom M1 Pro oder die stärkste Version vom M1 Max. Es startet mit 16 GB RAM, 512 GB SSD bei 2749 Euro. Beim M1 Max startet es mit 32 GB RAM und einer 1TB SSD. Und das dann bei 3849 Euro. Da war ich auch am Anfang ehrlich gesagt schockiert und habe mir gedacht, sind die jetzt deutlich teurer geworden? Die Antwort ist ja und nein. Das Einstiegsmodell ist um 50 Euro teurer geworden. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Rüstet man das MacBook dann aber noch weiter auf, hat man in Summe einen geringeren Preis als früher. Ihr könnt euch das an der Stelle mal selber zusammenrechnen. Konfiguriert das MacBook in irgendeiner Form und vergleicht das dann mit dem Vorgängermodell. Ich habe hier Screenshots für euch vorbereitet, die ich vor kurzem gemacht habe. Beim Vergleich mit dem M1 Mac sollte man hier natürlich automatisch die 920 Euro für die stärkste Grafikkarte dazu zählen. Und dann mal vergleichen wir das mit derselben RAM- und SSD-Ausstattung aussieht. Und da wird man feststellen, dass die Konfiguration, die ich da gerade vorhin gewählt habe, die 4770 Euro kostet, zuvor über 5200 Euro gekostet hat. Also auch wenn wir hier nach wie vor natürlich einen sehr heftigen Preis haben, ist der Preis, wie man sieht, bei den höheren Konfigurationen doch auch deutlich gesunken. Die neuen MacBooks konnte man schon gleich nach dem Event bestellen. Wer da früh dran war, sollte sie auch pünktlich zum Verkaufsstart nächste Woche bekommen. Aber die Liefertermine sind hier wirklich sehr schnell nach hinten gerutscht. Wir sind dafür bestimmte Konfigurationen sogar schon im Dezember angekommen. Aber es gibt auch noch Konfigurationen, die werden Anfang bis Mitte November geliefert. Was ich auch übrigens an der Stelle noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir hier stärkere Netzteile beigelegt haben und die neuen MacBooks unterstützen jetzt auch Fast Charging und können zum Beispiel auf 50% in 30 Minuten geladen werden. Soweit mal das Wichtigste, was ihr über diese neuen MacBook Pros wissen müsst. Ich bin jedenfalls schon wirklich sehr gespannt auf die Geräte und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wie so euer erster Eindruck aussieht. Zum Schluss noch ein Hinweis zu macOS Monterey, da hat Apple jetzt angekündigt, dass macOS Monterey ab 25. Oktober verfügbar sein wird. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.